guten Morgen. Tachchen, einen schönen Tag gewünscht. Und ihr seht, dass ich auf eine DM-Filiale zeige. Wir haben es jetzt 7:30. Für alle, die nicht wissen, was 7:30 ist, 7.30 Uhr morgens. Und ja, ich gehe jetzt nicht für mich in den DM rein, sondern wir haben ja bald Nikolaus und ich habe dann so in die Runde gefragt, ob da irgendwas Bestimmtes, damit dann nicht nur so ein Abfall in den Stiefel kommt. Ich meine, ja klar, ein paar Süßigkeiten, aber ich bin auch nicht so derjenige, der so unbedingt gerne für so einen Süßkram Geld ausgibt. Eine Kleinigkeit ist okay. Im Endeffekt haben sie auch gar nicht mehr so einen Appetit auf Überraschungseier oder Weihnachtsmänner. Die Zeiten, die sind bei uns einfach ein bisschen vorbei oder die wurden sich einfach übergessen. Das kann natürlich auch sein durch diese ganzen Kalender. Da gab es ja auch Ü-Ei-Kalender und sowas alles und ich kann das schon verstehen, dass sie da nicht mehr hellauf begeistert sind. Ja, und Giselle hatte die glorreiche Idee, ich drehe jetzt mal wieder um, wartet mal kurz. So, jetzt seht ihr mich live und in Farbe, auch wenn so ein bisschen leichenartig. Giselle hatte dann die glorreiche Idee, oh ja, Mutti, da gibt's dann die Boxen. Wir haben heute Freitag, den 23.11. Und die kommen wohl heute raus. Und wir kennen ja das Spiel, als einige YouTuber schon mal so Boxen rausgebracht haben. Ich glaube, da waren nur noch die, die man jetzt nicht als sonderbar gut empfunden hat. Deswegen stehe ich jetzt meiner Tochter hier zuliebe um 7:30 und warte, bis um 8 der DM-Laden aufmacht. Habe ich gesagt, okay, ihr kennt die Boxen bestimmt, die meisten, die YouTube verfolgen. Da durften sich ja bestimmte YouTuber aus verschiedenen Firmen Sachen zusammenstellen in die Boxen. Hatice, glaube ich, hatte die Box mit dem größten Wareninhalt oder Warenwert. Trended Up, Essence und sowas alles werde ich noch sehen. Ich weiß nicht mal, ob ich eine Box kriege. Aber meinem Kind zuliebe stehe ich jetzt hier, warte eine halbe Stunde und dann dachte ich, nutze ich das jetzt einfach mal, ne? Ich fühle mich, wir haben heute wieder Freitag. Freitag ist für mich so dieser typische... wenn ich Radio morgens nicht hätte. Ich bin immer so froh, dass wir in Berlin so ein gut gelauntes Radio haben. Ernsthaft jetzt. Die Moderatoren sind teilweise echt der Kracher, dass man während der Fahrt, auch wenn man müde ist, wach bleibt und mitlachen muss. Ja, und deswegen stehe ich jetzt hier wirklich und muss eine halbe Stunde warten. Hoffe, dass ich so eine Box ergattern kann, weil ich gucke jetzt hier so gerade rein. Ich sehe noch keinen Aufsteller. So, mein Problem ist bestimmt wieder, dass sie das erst im Laufe des Tages machen. Und ja, was ich nicht hoffe, ne? Ansonsten habe ich jetzt hier 30 Minuten umsonst gestanden. Man sieht, es wird schon langsam hell. Vor kurzem ist es komisch, ja. Eben war noch alles dunkel, fällt mir jetzt auch gerade mal auf. Ja, ich werde auf jeden Fall auch ein oder zwei Boxen mitnehmen, weil ich dann auch zu Weihnachten eine Verlosung mache. Ihr wisst ja, ich bin immer nicht so begeisterter Anhänger davon. Wenn wir die Zahl erreicht haben und wenn wir die Zahl erreicht haben, ich will, genauso wie ich es auf dem Nagelkanal mache, die Abozahlen nicht bestimmen, dass ich nur Leute reinkriege, die gerne Gewinnspiele machen. Also man soll sich auf meinem Kanal auch wohlfühlen. Ihr wisst, dass ich nicht todernste Themen hier aufnehme, auch wenn es die wahrscheinlich mitunter auch geben wird. Aber mein Kanal beläuft sich ja immer auf diesem Faktor, auf was ich Lust habe zu drehen. Und ich will hier keine Bestimmung setzen. Ich mag es von mir aus nicht, andere Leute anzuziehen durch irgendwelche Gewinnspiele, weil das sind dann keine ehrlichen Zuschauer für mich, dass da nur welche kommen, die mitmachen, wenn es Gewinnspiele gibt und deswegen mache ich das immer lieber spontan. Ich weiß, es gibt schon teilweise Zuschauer, die verfolgen mich schon echt lange und da freue ich mich auch, dass die meisten wirklich noch da sind. Also ich habe mir teilweise auch so Gedanken gemacht, ja, was ist denn, das war voll nett, mit denen immer zu schreiben, zu kommunizieren, aber was ist denn, wenn die dann nach so einem Jahr weg sind, wenn man sich selber an die gewöhnt hat? Aber das ist komischerweise nicht so. Die, die aktiv mit mir geschrieben haben und das ganz am Anfang, die sind immer noch teilweise da. Die sehe ich schreiben und darüber freue ich mich dann natürlich auch immer. Und auch hier nochmal, mich nervt keiner, wenn er irgendwelche Fragen fragt oder Kommentare schreibt. Da könnt ihr euch sicher sein, da könnt ihr euch trauen. Ansonsten merkt man vielleicht, ich bin noch so ein bisschen im Bett drin, weil
Seht ihr, den Satz habe ich auch noch nicht fertig gesprochen. Es ist jetzt Freitag und ich habe immer am Freitag zu kämpfen, diese ganze komplette Woche aufzuholen, weil ich wirklich meistens erst 2, 3 Uhr ins Bett falle, weil mir dann abends die Nachtaktivität hatten wir auch schon mit einigen Zuschauern. Ich werde abends auch kreativ. Mein Gehirn wird ab 21 Uhr, habe ich das Gefühl, erstmal so richtig wach für mich selber. Und dann komme ich auf die verrücktesten Ideen. Und mein Kopf für Organisation ist abends, werden viele von euch kennen, da bin ich nicht die Einzige, der ist einfach frei. Also ab 21 Uhr fängt dann das an, was ich eigentlich tagsüber machen sollte. Oder so Sachen wie Briefe beantworten, organisatorisches, Ideen fallen mir dann ein. Ja, so ist es, ne? Bei dem einen ist es tagsüber, der kreativ ist und abends müde ist. Und bei einigen ist es genau umgekehrt. Die zählen wir dann zur Gattung Nachteulen und dazu gehöre ich leider zu. Und deswegen wird man das dann auch schön Freitag so sehen, wie ich hier aussehe. Ich fühle mich auch genauso, wie ich jetzt hier sitze und aussehe, ne? Das ist das Schlimme. Ich fühle mich total vermatscht. Ich habe mir nur eine Creme reingehauen. Mache ich morgens eigentlich immer, weil ich da keine Zeit finde. Also morgens ist so eine Zeit, da ist Vorsicht geboten. Dafür kann ich aber auch nichts. Morgens ist wirklich Vorsicht geboten. Also eigentlich kann man froh sein, dass ich im Auto sitze und nicht über die Straßen laufe oder Bus fahre oder so. Ich glaube, nee, nicht ich glaube, ich weiß, da würde es öfter mal schön knallen, aber nicht vor Freude. Und ich werde mich jetzt einfach mal verabschieden. So, ihr Lieben, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Erstmal hat DM erst um 8:30 Uhr aufgemacht. Danke, Giselle, in deinem Namen nochmal. Hab mich sehr eingefroren gefühlt. Wir haben es ja jetzt auch nicht mehr Sommer oder Frühling. Jo, es standen gefühlte 5, 6 Leute. Möchte mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, falls mich jemand da gesehen hat bei DM. Ja, natürlich konnte ich meinen Mund nicht mehr halten, ne? Es war da ein kleines Türmchen aufgebaut. Ich schätze, ich sehe ihn von hier noch mit ungefähr, sagen wir mal, 50 Boxen, so roundabout. Das, was ich so schätzen konnte, standen da 50 Boxen oder 70 vielleicht. Und weiß ich nicht, dazwischen 5 Hatice-Boxen und jeder, der mich verfolgt, der lacht sich jetzt vielleicht eins ab, dass gerade ich jetzt hier zu so einem Boxenhype rennen musste, was mir wirklich megamäßig unangenehm war, weil es waren gar nicht mal die Jugendlichen, die diese Türme da fast umgestürzt haben, sondern wirklich die Mütter anscheinend für ihre Kinder. Da war dann auch eine, die, ich weiß nicht, wo die Hatice-Boxen vergraben haben. Wird wahrscheinlich wieder so ein Hype gewesen sein wie mit den Paletten und den Bronzern. Jetzt sehe ich gerade, läuft eine Mitarbeiterin und hat sich selber eine Box geschnappt. Also es ist schon lustig. Man konnte schon, bevor es eröffnet hat, beobachten, welcher Mitarbeiter geht gucken. Und dann wurde auch angesagt, nur 3 Boxen, finde ich aber okay. Also finde ich okay. Jemand, der eine Box haben will, muss natürlich dafür sorgen, dass er sich die selber holt. Ansonsten hätte ich ja jetzt auch jemand sein können, der für andere Boxen mitnimmt. Und wenn ich da 10 oder 20 Boxen auf einmal kaufe, ist es natürlich unfair den anderen gegenüber, ne? Also das ist alles schon ganz gut. Naja, auf jeden Fall, mir kam es vor wie unter 70 Boxen 5 Hatice. Und der Rest so ein bisschen aufgeteilt. Viel Sarah Harrison habe ich gesehen. Dann Kamakushka oder Kam. Komm, machen wir das Ding nicht spannend. Ich habe eine Hatice-Box, beziehungsweise 2 durfte ich mitnehmen. Wie gesagt, es wurden 3 erlaubt und 2 habe ich ergattern können. Giselle wollte erstaunlicherweise vom wahren Inhalt die ganze Zeit Hatice und hat sich gestern dann doch umentschieden und hat sich für, ich kann die Namen nicht, also Hatice ist mir schon ein Begriff, aber scheiße, ich komme nicht an die Box. Ja, wenn mich jetzt hier jemand sieht, die ruppen mir noch die Box aus dem Auto, könnte aber glauben. Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es auch keine Hatice-Box mehr. Das waren wirklich gefühlte 5 unter dem ganzen Haufen. Ach, Kamuschka. Das wollte Giselle haben. Die kriegt sie auf jeden Fall zum Nikolaus. Ich habe noch einiges eingepackt, wo ich weiß und denke, das würde euch ganz gut gefallen. Boah, mich nervt hier schon wieder meine Antenne. Ganz, ganz furchtbar.
Und ja, werde ich natürlich jetzt nicht zeigen. Ich habe mir jetzt mal hier so eine Judith Williams Tagescreme mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das für meine Haut ist. Jetzt sehe ich hier gerade 50 plus. Aber ich bin ja keine 50. Ja. Bin auch keine 40 momentan. Das ist... Ist es dann schädlich, dass man sowas benutzt? Naja, Wurst. Die sahen ja von oben fast alle gleich aus. Man konnte dann nur noch an den Gesichtern, ja klar, man konnte die an den Gesichtern natürlich identifizieren, diese Boxen, aber wenn da 70 Boxen aufeinander liegen, naja, manche haben sich eben nicht unter Kontrolle und haben gleich von unten, obwohl der Turm da aufgebaut war, haben von unten gezogen, dass oben die Boxen runtergefallen sind. Ich dachte mir nur so, boah, nee, bitte, ich wollte nie so eine Schamgrenze erreichen, dass ich irgendwo, ausgerechnet ist heute Black Friday, dass ich irgendwo da zwischen so einer Masse hänge, die sich wie Hühner und Hyänen darauf stürzen. Das ist mir sowas von unangenehm. Und ich schäme mich ja wirklich selten, auch für meine Sachen. Aber zum ersten Mal habe ich da wieder so eine, oh, war das schlimm, so eine Schamgrenze gefühlt von mir selber. Ich habe mich einfach nur noch geschämt. Bin mit den Boxen, also die Mitarbeiterin hat selber gesagt, bis zu 3 Boxen darf man sich mitnehmen. Wie gesagt, alles kein Problem, verständlich. Finde ich sogar eigentlich schon sehr viel, 3 Boxen. Ich hätte gedacht, vielleicht nur eine. Aber ich bin dann auch sofort mit den Boxen zu DM rein, habe mich da irgendwo versteckt, habe dann noch die anderen Sachen besorgt. Nee. Also Giselle, du weißt, dass ich dich sehr, sehr liebe. Wenn ich so eine Sache mache und eine Stunde in der Kälte hier warte. Solltest du das sehen, mein Kind, sag mir nie wieder, dass ich dich nicht liebe, ja? Oder irgendwie annähernd so ein Satz. Kommt alles noch später. Vielleicht ist wirklich einer unter den Zuschauern bei mir bei, der sich genau die Box gewünscht hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Ich verstecke sie, bevor sie mich hier ausrauben. Ich muss sagen, die vom Inhalt her hat mir die Kamuschka Box auch sehr gut gefallen. Und dann meinte eine noch, ich soll eine Anna-Box mitnehmen. Habe ich aber nicht. Weil sie meinte, da ist voll viel drin. Ja, ich glaube, das hat die mir gesagt, weil sie eine Artichoke-Box haben wollte von mir. Ha, jetzt verstehe ich den Weg mit dem Zaunfall. Die ganze Zeit so. Ja, und die Anna-Box ist auch sehr gut. Und dann nehme ich so die Anna-Box oder Anna. Und man sieht nicht, was da drin ist. Und ich als Laie wusste ja jetzt nur, welche Giselle haben möchte, welche Box. Und dachte mir so, hä, nee, ich nehme jetzt, hätte beinahe den Deal gemacht, dass ich meine wieder hingepackt hätte, weil ich ja nur 3 Boxen nehmen darf. Alle Dankes, also alle Geschenk, alle Produkte, die für Geschenke sind, alle Produkte, die für diese Geschenke sind, werde ich später noch gesondert im Video zeigen. Jetzt werde ich erstmal losmachen, bin froh, wenn ich nach Hause komme, beziehungsweise den Motor wieder anhab, weil das ist ja wirklich... Ich muss auch nach Hause. Ich muss mir irgendwas ins Gesicht hauen, weil ich renne hier immer noch rum und komme mir vor, als würde ich hier eine ganze Nacht gestanden haben. Ja. Ich sag erstmal tschüss. Wir sehen uns.